Super, dann packen wir was ein und zwar haben wir Bücher. Ja. Du darfst ja aussuchen. Ich weiß nicht, also auf was für einem Level du beim Einpacken bist, ob du schon Großmeister bist oder wir können Buch oder aber. Ich habe meinem Chef noch zwei Kuscheltiere vom Weltspartag geklaut, also du darfst dich entscheiden. Ein Buch ist gut, das passt mir als Mann, das ist schön eckig, das klappt bestimmt gut. Siehst du, das bin ich sehr froh, obwohl es natürlich für mich kein Problem wäre, aber das sieht ja schon mal echt gut aus, was du da machst, sag mal. Oh. Ein Albtraum. Ja. So. Meinst du das langsam? Ja. Das für dich. Achso, das kaputtgerissene hier, guck dir das mal an. Ich glaube, es hat. Aber was soll's. Da jetzt auch. Gäste, ne? Da ist man immer höflich. Ja, ausländische Gäste. Oben. Das stimmt natürlich, klar. Ha! Oh. Ja, siehst du? Na gut, Gleichstand. Das ist ja immer so hakelig, du. Interview mit Migrationshintergrund. Ja, hat was. Ja. Aber ich bin schon recht gut, wie sagt man, resozialisiert. Ja, integriert, ne? Wenn du sogar... Ist man da in der Schweiz böse, dass du Silvester am Brandenburger Tor feierst? Nein, wir haben ja kein Brandenburger Tor. Oh, das ist doch nicht ein... Gut, pass auf, 60 Sekunden Zeit. Ja. Du bist schon... Kannst schon drauflegen. Achso, warte mal, wir haben auch noch so Geschenkband dazu. Steht das da? Echt? Irgendwo? So richtig schön? Ja, klar. Ach schön, das ist ja geil. So richtig schön werden. Womit man Männer... Nein, aus? Bitte, du bist der Gast. Du siehst schön aus. Oh, guck mal, das ist doch nicht pink, Mann, das ist lila. Oh, lila, okay. So. Gut, dann nehme ich... Somit wäre auch die Nachfolge von Thomas Gottschalk geregelt. Traust du dir das zu? Nein, du. Ach so. Weil der Sieger des jetzigen Wettbewerbs wird der neue Moderator von Wetten, dass. Oh, komm, wann geht's los? Gewettet. Top, das die Wette ja gilt. Ja, warte mal, 60 Sekunden. Wer packt, ja, guckt auf die Uhr von euch? Ja. Top, die Wette einpacken. Los geht's. Da, da, da. Also. Da kommt immer so gute Musik. Und Thomas feiert ja an. Du hast mein Papier so weit zerrissen, dass das ist... Du darfst aber nicht abgucken. Das ist voll unfair. Nee, das, da guck ich mir direkt ab bei dir. Das ist ja... So... Kannst du nicht irgendwas aus deinem neuen Programm dazu singen vielleicht? Ein bisschen Frieden und aus dieser Erde und wir wohnen. Weltfrieden ist doch was Schönes an Weihnachten. Weltfrieden ist das einzig Wahre, was wir da wirklich brauchen. Ich hätte gerne mal bei einem Miss-Contest mitgemacht. Als was? Als Miss. Achso. Und dann nur damit ich da vorne stehen kann und sagen kann, ich wünsche mir auch Welt. Wie lange haben wir noch? Sagen die mal, die wünschen sich Weltfrieden. Wie viel? Was ist das letzte Geschenk, das du eingepackt hast? Das ist schon lange her. Das war, glaube ich, ein Ferrari, den ich meiner Tochter geschenkt habe. Deine Tochter? War der nicht eben noch 5 Jahre alt? Ja. Ja, pass auf hier. Wie geht das? Ach, das habe ich mal gesehen im Fernsehen. So. Okay, ich höre gerade, die 60 Sekunden sind schon um, aber es ist noch kein Band drum. Wir sind... Alter, das gibt es gar nicht. So. Moment, so, ich bin fertig. Scheiße, falsch. Mist, falsch. Also von uns zwei möchte bestimmt jeder ein Geschenke haben, die wir eingepackt haben. Also zu gut. Passt es dir gerade aus dem Daumen vielleicht? Schlecht, ne? Christoph Daum. Weiße Weihnacht. So. Erster. Stopp! Ja, das sieht sehr gut aus. Und um jetzt festzustellen, wer von uns gewonnen hat, wollen wir einfach mal gucken. Wir haben eine unabhängige Jury aus zwei entzückenden jungen Damen, die natürlich völlig unabhängig sind und vorhin gerade mit mir zum Essen eingeladen unterwegs waren. Vielleicht fragen wir die einfach mal ganz kurz und holen die Jury mal rein. Ja, bitte. Was denn da gemacht? Also von der anderen Seite sieht schon ganz anders aus. Wir wollen auch neu bei Douglas anfangen, als Verpacker. Ja, also ich würde sagen, das hier ist definitiv ein Geschenkeunfall. Der typische Unfall. Ich würde sagen, das gefällt mir viel besser. Da kommt ein Schweizer hier rein und macht dir Komplimente und genau du fällst drauf gemacht, rein. Ja, dann hast du das Falsche gemacht. Das war das von Bobo. Das meint sich doch viel. Ah gut, okay, was soll's. Jetzt hat sie aber Angst gekriegt. Quatsch. Geht gleich 3 Schritte vor. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, danke schön. Ich freue mich auf die Revanche. Ja. Jetzt wirst du ein Jahr lang frustriert durchs Leben gehen. Alle werden dich hänseln als Nicht-Einpacker. Und danach können wir 2012 eine Revanche machen. Bei was anderem.